Hallo, moin moin und herzlich willkommen hier bei Level Up zu einem neuen und spektakulären Let's Play. Und zwar spielen wir zusammen Destiny. Und ihr merkt schon an der Stimme, hey, da spricht nicht der Charybdos, sondern die Stimme, die kennen wir doch. Genau, ich bin's, der Darkboft. Mit Destiny präsentiere ich euch mein erstes Let's Play hier auf Level Up. Wir spielen das Spiel auf der PlayStation 4 und ich würde einfach mal sagen, wir starten das Spiel jetzt einfach mal. Und ja, was gibt's großartig zu Destiny zu sagen? Destiny ist von den gleichen Machern wie Halo und es gab ja bereits eine groß angelegte Public-Beta-Aktion, bei der jeder mal in Destiny reinschauen konnte, ob das Spiel was für ihn ist. Ich konnte da leider nicht dran teilnehmen. Aber ich hatte zum Glück das Vergnügen auf der Gamescom. Dort habe ich Destiny einmal genauer anspielen können und es hat mir doch schon sehr viel Spaß gemacht. Ich muss aber sagen, es spielt sich für mich, auf jeden Fall das, was ich auf der Gamescom erlebt habe, für mich spielt es sich so ein bisschen wie ein Mix aus Halo und Borderlands. Wie gesagt, das Spiel kommt von Bungie und die sind ja davon... Oder die sind ja dadurch bekannt geworden, dass sie halt Halo gemacht haben. Ein ganz großer Titel oder womöglich der größte Titel, der jemals auf der Xbox herausgekommen ist. Und mit Destiny kommt jetzt ein Titel, oder er ist ja schon etwas länger verfügbar. Mit Destiny ist jetzt ein Titel gekommen, der so ein bisschen an Halo erinnert und das Ganze natürlich auch auf die PlayStation 4 bringt. In dieser ersten Folge gehen wir ein bisschen auf die Charaktere ein, auf die einzelnen Klassen. Ihr seht schon, hier wurde ein Titan angelegt. Er ist auch schon Level 2, auf der Hälfte zu Level 3. Und hier wurde ein Jäger angelegt, ein weiblicher Jäger. Aber wir werden in der ersten Folge, vielleicht nenne ich sie auch Folge 000, das machen die anderen ja auch ganz gerne, werden wir den Charaktereditor mal gründlich auseinandernehmen. Dann gehen wir mal hier rein. Als erstes kann man hier die Klasse wählen. Es gibt zur Auswahl den Titan, den Jäger und den Warlock. Allgemein zu den Klassen kann man sagen, später im späteren Verlauf des Spiels lassen sich die Klassen dann wieder in so Unterklassen einsortieren oder erskillen. Und je nachdem, wie euch das Spiel gefällt, könnt ihr eine von diesen Unterklassen wählen. Jede Klasse und auch jede Unterklasse hat so ein bisschen seinen eigenen Granatentyp. Ich hoffe, das sehen wir dann auch noch im Verlauf dieses Let's Plays. Wie ihr schon gesehen habt, hier hat jeder seine eigene Fähigkeit. Zum Beispiel der Titan hat den Stürmer und die Verteidigungsfähigkeit. Der Jäger die Fähigkeit Revolverheld und Klingentänzer. Und der gute Warlock, Leerenläufer und Sonnensänger. Ihr seht die zweite Fähigkeit hier immer ab Level 15 freigeschaltet. Jede dieser Klasse hat wiederum zwei Talent- und Skillbäume, wo man bei einem Level-Up einen Punkt vergeben kann, ähnlich wie bei Borderlands. Und den könnt ihr entweder auf Klassenmodifikation setzen oder auf Fähigkeitsmodifikation. Kommen wir als erstes zum Titan. In der MMO-Welt würde das der Tank, der Bruiser, der Krieger sein. Er hat ziemlich starke Panzerung und eignet sich vor allem für den Nahkampf. Ergo sollten die Waffen dann auch für kurze Distanz ausgelegt sein. Er kann viel Schaden austeilen, aber kann entsprechend auch viel Schaden einstecken. Und er ist so für die Spieler, die viel Action brauchen. Seine Waffen sind so die Maschinengewehre und Schrotflinten, würde ich jetzt mal behaupten. Gehen wir mal rein. Ich habe ja hier schon so ein bisschen geguckt. Es gibt die Menschen. Jeweils könnt ihr ein Männchen oder Weibchen auswählen.
dann ein Erwachten, einen männlichen Erwachten oder weiblich. Oder halt ein Exo. Okay, das sind jetzt irgendwie komische Roboter, was auch immer. Okay, das ist jetzt so ein bisschen strange. Okay, gehen wir mal hier. Wir sind jetzt hier auf Gesicht und wir können so spezielle Gesichter auswählen. Okay, die haben immer noch diese Nadeln im Kopf oder Antennen. Wisst ihr, diese Antennen erinnern mich irgendwie an Hellraiser. Das ist ja so ein Horrorfilm, der aus den 80ern bekannt ist. Aus den 90ern gab es auch ein paar Filme. Gibt es dazu eigentlich aktuelle Filme? Dann kann ich mir nicht vorstellen, dass die gut sind. So, was haben wir denn hier? Außenfarbe. Okay, das beeinträchtigt dann diese Farbe. Okay, was? Oh, so ein Flecktarnmuster. Falls man sich mal tarnen muss. Oh, genau, in lila, dann ist man der Getarnteste von allen. Aber ich muss sagen, das sieht nicht ganz so schön aus. Nehmen wir das Ganze mal in männlich. Okay, der hat jetzt keine Nadeln im Kopf. Dafür so ein Horn, oder? Ist das dann vielleicht auch so ein Ding wie der eine bei Guardians of the Galaxy? Mir fällt sein Name nicht ein, der keine Ahnung, wie er hieß. Wenn er dann anfängt zu pfeifen, kommt dann so ein Pfeil aus ihm raus? Ne, wahrscheinlich nicht, ne? Okay, schwierig. Na gut, okay, dann können wir hier Kopfmerkmale. Ach, guck mal an. Den kann man dann auch doch so nadeln. Das waren dann so Kopfmerkmale bei dem anderen. Okay. Das muss man auch erstmal wissen. Gut. Schauen wir mal weiter. Kriegsmerkmal, was bedeutet das? Achso, bei dem nur so eine Anpinselung, sag ich mal. Okay. Na gut, das sieht jetzt nicht unbedingt sehr elegant aus. Gehen wir mal weiter. Was haben wir hier noch? Ein Erwachten. Okay, wir sehen, was wir hier für Gesichter haben. Aha, okay. Ja. Kann ich auch, ja, ich kann hier auf die Haare eingehen. Naja, das sind jetzt nicht so. Oh, wenn ich die in schwarz mache, dann habe ich so einen kleinen Emo-Erwachten. Er guckt auch schon so ein bisschen traurig. Ja, hier, guck mal, das ist hier so der Emo-Erwachte. Er fängt gleich an zu weinen. Was passiert, wenn ich jetzt auf weiblich gehe? Ist dann alles gespeichert? Die Haarfarbe ist auf jeden Fall gespeichert. Es sind eher so die Blassen, ne? Die sollten vielleicht mal in die Sonne gehen. Vielleicht haben sie auf ihrem Planeten keine Sonne. Ich weiß ja nicht. Vielleicht erfährt man das. Und dann kann ich hier noch... Oh, Augenfarbe kann ich hier unten. Das habe ich ja noch gar nicht gesehen. Okay, gut. Das sieht natürlich mit diesen strahlenden Augen ja, sehr erotisch aus. Aber, naja. Gehen wir mal hier Mensch. Oh, das ist dann so ein Standardding wieder Menschen. Ich glaube, da muss ich jetzt nicht ganz drauf eingehen. Ja, das war die Auswahlmöglichkeit für den Titan. Gehen wir hier mal weiter zum Jäger. In der MMO-Sprache wäre der Jäger der Schurke. Er ist eine sehr extrem bewegliche Klasse, weil er lässt sich schnell bewegen und auch schnell steuern. Seine Spezialität ist die lange Distanz. Er muss auf großer Distanz seine Feinde erledigen, weil er kann nicht ganz so viel einstecken und austeilen tut er damit, dass er kritische Treffer erzielt. Also ganz wie bei den MMO-Vorlagen bereits bekannt. Er kann nicht ganz so viel einstecken, aber er kann dennoch mehr einstecken als der Warlock. Zu dem komme ich dann auch gleich. Und er ist halt der Schnellste in der Gruppe. Und seine Spezialität ist auch eher so das Ausweichen. Das Äußerliche, das erinnert dann doch schon sehr an so einen ziemlich coolen Outlaw-Schurken.
muss man mal gesagt haben. Und ich glaube hier, wenn ich jetzt die Gesichter und die Haare und die Kriegsmerkmale, die sind dann bei jedem gleich. Also kann ich mir jetzt keinen besonderen Charakter machen, nur weil ich eine besondere Klasse ausgewählt habe. Nee, ne? Ja gut, das kennen wir ja schon, das ist langweilig. Das mache ich jetzt mal... Nein, nicht abschließen! Ich wollte diese Klasse gar nicht haben! Nein, ich will zurück! Nein! Okay, kann ich das irgendwie neu starten von hier aus? Options. Anwendung schließen. Ja. Ja, das ist jetzt natürlich Worst Case, aber das lasse ich mal drin, damit ihr auch mal seht, dass auch uns bei einem Let's Play Fehler passieren. Und Irren ist menschlich. Kann ja mal vorkommen. Jetzt steht da halt noch ein Jäger in dieser Liste. Keine Ahnung, was das für einer war, der da bereits am Anfang war. Ich habe den Warlock noch gar nicht geklärt. Was soll denn das? Böses Spiel. Ja, abschließen sieht auch ähnlich aus wie abbrechen. Aber das geht ja rucki-flucki mit Next-Gen PlayStation 4. Habt ihr auch eine Next-Gen-Konsole bereits bei euch zu Hause? Das würde mich jetzt mal interessieren, wer bei euch schon PlayStation 4, Xbox One zu Hause rumstehen hat. Wie gesagt, hier bei mir steht eine PlayStation 4, ist zwar nicht meine, weil ich hole mir demnächst die Xbox One, zusammen mit Sunset Overdrive im Bundle. Das wird die erste Xbox sein, die dann in Weiß zur Verfügung steht. Ich bin jetzt nicht so der Xbox-Fan oder der PlayStation-Fan, weil ich liebe einfach meinen Computer. Über Computer geht nichts, aber doch schon mal an Konsole zu spielen, die ungefähr genauso teuer ist wie nur eine Grafikkarte, das macht schon besonders viel Spaß. Jetzt habe ich die Liste voll, aber ich kann zum Glück die Dinger löschen. Muss ich gedrückt halten? Weg damit. Ja, das kannst du machen, da ist noch nichts passiert. Okay, also wie ihr seht, ihr könnt nur maximal 3 Charaktere in Destiny anlegen. Und ja, gehen wir hier mal wieder in diesen Charaktereditor rein. Den Titan habe ich ja schon erklärt, den Jäger habe ich erklärt. Und ja, der Warlock ist natürlich auch eine sehr interessante Klasse, meiner Meinung nach. Er ist so der Damage-Dealer. Er kann nur ganz wenig Schaden einstecken. Und ihr müsst euch, wenn ihr den Warlock spielt, immer hinter eurer Gruppe verstecken. Und ihr müsst sehr präzise austeilen. Aber wenn ihr dann austeilt, dann macht ihr es nämlich richtig. Denn der Warlock ist dazu da, richtig vielen Schaden zu produzieren. Ich habe mir im Vorfeld überlegt, welche Klasse ich nehme. Ich habe es mit dem Jäger mal kurz versucht, gebe ich zu, dass ich schon so ein kleines bisschen gespielt habe. Aber ich bin nicht so der, wie gesagt, der Konsolenspieler und ich werde mir dann doch wohl den Titan aussuchen. Aber nochmal kurz zum Überblick. Der Warlock, extrem viel Schaden, wenig einstecken. Mittel einstecken und relativ guten bis vielen Schaden durch kritischen Schaden. Und der Titan, zwar nicht ganz so viel Schaden wie seine Mitstreiter, aber er kann reingehen und Action machen und mit Nahkampf alles niedermetzeln. Komm, den nehmen wir, der sieht gut aus. Okay, was hat er mir jetzt hier für ein Preset vorgeschlagen? Ich möchte, also wie ihr sicherlich von Contagion noch wisst, der Darkbuffed spielt nur weibliche Charaktere. Ich habe keine Ahnung, wo das herkommt. Ah, die sieht ja süß aus. Komm, die nehmen wir schon. Die gefällt mir schon gleich von direkt aus. Kann man der vielleicht noch ein anderes Gesicht? Das sieht... Nee, komm, die sah gut aus. Eine Lippenfarbe, rot. Nee, die kann ruhig ein bisschen leger pink. Nee, das sieht so girly-like aus. Das muss eine richtige Frau sein. So, Augenfarbe, orange ist jetzt nicht so die typische Augenfarbe. Was könnten wir da mal nehmen? Nehmen wir hier das Dunkelblau, das sieht doch richtig süß aus. Lassen wir die Frisur oder nehmen wir eine andere? Okay, nee. Okay,
Okay, Harley Quinn lässt grüßen. Was ist das denn? Die sollte sich mal die Haare waschen. Nee, das ist ja hier... Was ist das denn für eine Frisur? Die behalte ich mal im Auge. Okay, die behalte ich noch mehr im Auge. Nee, das ist die, die wir von Anfang an hatten. Rastafari, ja. Nee, Dreadlocks nicht. Oh, gar keine Haare, schnell. Irgendwas auswählen. Die oder... Die, nehmen wir doch die. Was haben wir denn noch hier für Möglichkeiten bei der Haarfarbe? Also die ist jetzt die Standard ausgewählt, die gefällt mir ganz gut. Nee, das passt nicht. Oh, weiße Haare. Hier gibt es, glaube ich, noch ein besseres Weiß. Ja, das sieht doch ziemlich nett aus. Was haben wir hier? Ein Kriegsmal? Was ist das denn hier für ein Balken? Okay, das war schon. Mhm. Wenn ich es jetzt so schwarz mache, dann sieht das emo-mäßig wieder aus. Das wahrscheinlich auch. Ja, das ist ja noch mehr Emo. Nee, komm. Nee. Da, oh. Ja, komm, nehmen wir das hier. Dann sieht die wenigstens gut aus und ja. Ja, wie findet ihr meinen Charakter? Der sieht doch, also die sieht doch relativ sexy aus. Dann haben wir jetzt mal einen sexy Titan, würde ich mal behaupten. Und das ist jetzt wohl so ein Intro. Und ich halte jetzt meine Klappe, damit wir das Intro genießen können. Fall, du Schlampe, fall! Entschuldigung. Okay, was ist jetzt das? War es das Intro? Geht's noch? Wir nannten ihn den Reisenden. Den Reisenden. Und seine Ankunft veränderte alles. Wir erbauten eindrucksvolle Städte auf dem Mars und der Venus. Merkur wurde zu einem großen Garten. Die Lebenszeit der Menschen verdreifachte sich. Es war eine Zeit der Wunder. Wir blickten in die Galaxis und wussten, es war uns beschieden, im Licht anderer Sterne zu wandeln. Doch der Reisende hatte einen Feind. Eine Dunkelheit, die ihn über ganze Äonen durch die schwarzen Weiten des Alls verfolgt hatte. Jahrhunderte nach dem Beginn unseres goldenen Zeitalters fand uns diese Dunkelheit. Und das war das Ende von allem. Jede Menge schwarze Tentakel. Doch es war auch ein Anfang. Okay.
ja, es ist nicht nur das Ende meiner ersten Folge gewesen, sondern auch das Anfang oder der Anfang, richtig, der Anfang von meinem Let's Play. Ich bedanke mich für die erste Folge zuschauen und hoffe, dass ihr bei der zweiten Folge wieder einschaltet, wenn wir hier in Alt-Russland um die Häuser ziehen. Ich bedanke mich, auf Wiedersehen, ciao, ciao. Bist du ja.